Ja, hey, willkommen, mein Name ist Aniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia 2. Ja, in der letzten Folge haben wir uns ein bisschen im Sumpf amüsiert mit diesen einen Elite-Monster, wenn ich mich nicht irre. Das ist jetzt schon ungefähr 3, 4 Wochen her. Ja, ein bisschen Zeit ist vergangen, seit ich das letzte Mal Xillia 2 gespielt habe und ja, ich würde sagen, wir machen heute mal mit der Story weiter. Ich habe auch nicht offscreen trainiert, bis auf ungefähr eine Stunde. Und zwar genau, Bams. Oh geil. Zwar genau vor dieser Aufnahme, deswegen bin ich auch etwas unvorbereitet, was so die Charaktere und so was alles angeht. Sammeln wir erstmal wieder ein paar Sachen ein. So, ich bin extra nochmal hier in dieser. Wo bin ich hier? Warum steht da nirgendwo? Ach so, ja. Vergana-Mina, ja, wollte ich erst sagen, aber dann wäre falsch gewesen und dann wäre ich geknüppelt worden von allen. Ja, ich bin jetzt extra nochmal hier reingegangen, weil ich. Ja, mich hier ein bisschen umgeschaut haben, ein paar Sachen eingesammelt habe. So, und hier. Ach nee, mit dem haben wir, glaube ich, gesprochen, ey. So in Sachen Kolosseum und so, ja. Oder ultimative Waffe, irgendwie sowas war das, ja. Nein! Ah. So, ich möchte jetzt unbedingt entkommen. Also war dort auch voll ewig. Ja. Thiel und so habe ich auch nicht vorbereitet zum Farmen. In den Aufnahmen, also ja. Ist ein bisschen wenig passiert zwischen der letzten Aufnahme. Komischerweise habe ich sonst immer während den ganzen Aufnahmesessions immer irgendwas gemacht. So, und jetzt gehe ich einfach mal hier. Hier habe ich noch was gefunden, und zwar Melvin. Okay. Gib mir Hack. Sehr schön. Wo ist Florence? So, habe ich noch eine Katze übrigens geschickt. Zersplitterter Knochen. Oh, geil. Sehr schön. Katzen. Ich will mal gucken. Sieht geil so aus wie Dingens. Wie der aus Abyss. Ja. Sehr gut. So, das können wir mal wieder wegpacken. So, und jetzt suchen wir mal wieder ein paar Sachen. Ich glaube. Ich weiß es nicht. Ich habe letztens irgendwo mal ein Viech hingeschickt. Das. Oh, hier ist was. Was irgendwie so ein Gegenstand für eine Mission gefunden hat. Und ja, das hätten wir auch erledigt. So, ich will jetzt noch, bevor wir weitermachen mit der Story, Geld spenden. Uns fehlen ungefähr 25.000, ungefähr 27.000, 26.000. So, verkaufen wir mal irgendwas. Wir werden wohl irgendwas. Oh mein Gott, was? Ich muss ja hier noch alles aufstocken. So, ich habe nämlich gesehen, ich habe so ein paar Gegenstände, die ein bisschen viel wert sind, wie zum Beispiel das hier. Oder das hier. Das hier habe ich in den Fil'Gana-Minen gefunden. Also weiß ich, wo ich das herbekomme, falls ich Geld brauche. Und ja, das können wir auch verkaufen. Ich hoffe, ich finde das irgendwann nochmal wieder. So, und jetzt können wir spenden. Ja, hat jetzt nur ungefähr einen Monat gedauert, bis wir angefangen haben, die zu retten. No. Okay, ich habe wieder was in meinem Briefkasten bekommen. Hoffe ich. Ich habe jetzt einfach weggedrückt, ich Idiot. So, dann gehen wir nochmal nach Triglyph. Wo ist es? Ach ne, hier. Und danach ruhen wir uns irgendwo aus und dann machen wir mit der Story weiter. Ich hoffe, läuft alles so nach Plan. Ich sollte mich vielleicht hier irgendwo hier hinporten. So. Zack. Du hast ein Päckchen erhalten. Gummifischlies. Ruf mich zurück. Ein Buch mit dem Layer Zugang zur Fertigkeit wieder Auferstehung hält. Okay. Mehr nicht? Weiß ich nicht. Wir hatten gerade was gelernt. Blitzabwehr. Ja, super. Benutze ich nie. Das kostet wahrscheinlich voll viel, ne? Hier, 20. Leck mich. Nehmen wir das hier. Alles klar. Dann. Ich glaube, hier können wir uns auch irgendwo ausruhen, aber gehen wir mal irgendwo anders hin. So, dann machen wir endlich mal mit der Story weiter. Die, wie heißt sie nochmal? Nova. Die war bestimmt schon seit Ewigkeiten hier, dass wir sie retten kommen. Also ja, wir haben uns ein bisschen Zeit gelassen, aber egal, das klappt da schon jetzt, ne? Das geht mir manchmal auf die Nerven mit der Rolle. Warum? So, ich wollte ehrlich gesagt erstmal die Weihnachtsklamotten so ausrüsten, weil wir sind kurz vor Weihnachten. Das Video wird wahrscheinlich am 22. Dezember hochgeladen. Ich hoffe so,
Am Mittwoch, wenn Heiligabend ist, kann ich die Weihnachtsklamotten ausrüsten. Aber ich möchte jetzt nicht unbedingt in der Story-Mission hier reinpacken, weil das wäre irgendwie komisch. Ich möchte nicht mit Weihnachtsklamotten während der Story rumlaufen. Ist das so merkwürdig? So, dann. Das Team wird wahrscheinlich wieder geändert, wenn wir da hingehen. Dann gehen wir mal nach Bobby, ist das nochmal? Muss ich hin? Nova wartet den Drellen. Trefft ich mir? Ja, ich will auch noch Drellen. Wieso kann ich nicht dahin? Muss ich irgendwo wieder Fähre nehmen oder irgendwie sowas? Leck mich. Von wo aus muss ich denn jetzt dahin? Ist ja schon so lange her wieder, Mann. Sollte ich wohl besser nach drin aufheben, mir die Sache ansehen. Okay, dann versuchen wir mal Dingens. Den Zug. Hätte vielleicht mal nachgucken sollen, wie man da hingekommen wäre. Aber nein. Ist die Zughaltestelle da? Nee. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss, ganz ehrlich. Aha. Ich dachte, ich kann mich einfach dahin porten und fertig. Warte mal, du, weil von da aus kann ich den Zug nehmen. Ich habe mich auch zum Zug hinporten können, Mann. Ich mal 3 Wochen nicht mehr gespielt und dann weiß ich wieder nicht, wie das Spiel geht. Ist doch so. So, Adrenalin. Ja, sehr gut. Okay, wir machen Fortschritt. Sehr schön, neue Stadt, neues Abenteuer. So was Neues. So was Neues. Ne, okay. Dann weiter. Elshut. The wind is really picked up. I have to be careful it doesn't blow off my hat. You're really fond of that thing, aren't you? This is my promise hat. I have to take really good care of it. What's a promise hat? If I keep my promises to my daddy, when I wake up in the morning, there's a present in the hat. Daddy says they're from a spirit who rewards good children. What a wonderful story. I've never heard of a spirit engaging in such behavior. Ah, dieser Geist ist dein Papa. Oh. Ja, das wäre schon ein bisschen übel. Was für Geschenke gibt er dir denn? Quite a very lineup. This present spirit really puts a lot of time into this. Oh, and a pair of hand-knit gloves. They were so warm and soft, but I left them behind when we had to run away. Hand-knit? This spirit works harder than I do. Indeed. I would very much like to meet him one day. I want to see the spirit too, but do you think we can? Ah. I guess I'll just have to keep on keeping my promises to Daddy. Jo, genau. Träum weiter. Ich meine, ja, mach das. So, Story. Hey, das Gebiet kenne ich hier. Jetzt ist hier Elven. Leck mich. Oh, jetzt können wir Elvens Geschichte weitermachen. Leck mich. Was sagt er mir jetzt? Aha. Ja, die haben ja manchmal irgendwelche Bonus-Szenen oder so, die gemacht werden. Deswegen weiß ich nicht. Ja, okay, machen wir. Man leckt mich. Der Preis des Verrats. Komm schon, muss ich aber schnell gehen jetzt. Who cares? Doesn't matter. Yes, it does. You just don't get it. Was ist denn hier los? Zankt euch nicht in zwei. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Ja, aber das geht nicht zu lange. Exactly. I can't stop at all of them. I have to keep my calorie count low. You know, you don't have to stop at any of them. Impossible. You sure love food. Sorry, better get this.
Alfred, can you get to the Spurious building? Something up? Jürgen's about to mix it up with the Skylark exchange. Huh? Jürgen's doing what? He's crashing some Skylark product announcement they're holding at the Spurious building. What the hell? Is Jürgen okay? Apparently, he's decided to pick a fight with one of the most powerful corporations in Olympias. That doesn't sound like a good idea. If it was, they wouldn't be calling me. Thanks, Balin. I'm on my way. Und ich bin natürlich auch auf dem Weg. Don't suppose you'd be willing to tag along? Hab ich eine Wahl? Can I go too and write a story about it? You'd come even if I said no. Let's hurry to the Spurious building. Ja, ich wollte eigentlich mit der Story weitermachen, aber ja. Jürgen, please tell me you haven't done anything stupid. Gibt's neue Ausrüstung und so? Ich kann mir zwar überhaupt nichts leisten im Moment, aber egal. Oh, sehr gut, nichts Neues. Okay. So, dann mal los. Den habe ich noch eigentlich drin, ne? Weiß ich nicht. Music, komm du mal. Den haben wir noch so wenig gesehen. Ja, so sieht das übrigens aus. Hat nicht viel verändert hier. Hat sich nicht viel verändert, meine ich. Hi, na? Kommt einfach so einer mit dem Salto angesprungen. I heard Skylark Exchange was holding a press conference here. I'm sorry, sir, but it's been canceled. They had some troubles with an attendee. Oh. I don't suppose this attendee was wearing Kataro clan clothes? Pardon me, sir, but who are you exactly? Dich reindringen, versuchen vernünftig mit ihnen zu reden. Ja, hallo? He's an agent of the Spurious Corporation. That makes him a colleague, right? No reason not to let him through. Please wait just a moment, sir. Hey, I need to call upstairs for clearance. Hey. You're gonna get me fired! We're in a hurry. Miss Vera will vouch for us. Hello? Is anyone there? You sure got a pair on you, Luger. And this is the time to laugh about that? We need... Verdammt! Muss ich denn hin? Suche Jürgen. Ja, toll. Warum gucke ich eigentlich im 10. nach? Er ist aber irgendwie so weit von offensichtlich, hat er wahrscheinlich am höchsten. Oder ist er? Ich hätte irgendwie gedacht, er ist natürlich da, wo man als letztes nachgucken würde. Und da sind welche am Kämpfen, nach so Gefühl. Alba, what are you doing? Ah, you're just in time to talk some sense into your friend. I've been trying to explain to him that no one has any designs on his business plan. So the fact that you're using my ideas, my contractors, my shipping methods, that's all just a coincidence? Precisely. What's that saying you have in your homeland? If you eliminate the impossible, whatever remains, however improbable, must be the truth. A coincidence, huh? Sounds more like business as usual for the Skylark Exchange. What are you suggesting? Oh, I don't know. Maybe that you strung Jürgen along so you could learn the ins and outs of the Rize Maxian market, and then tried to beat him to the punch with his own big idea. A new business opportunity comes along, and you decide that you saw it first and we stole your idea? Are those sorts of weak excuses business as usual in Rize Maxia? I was under the impression we were trying to unify the two realms through commerce. Mr. Alfred Vince Fent, will you help us achieve that goal? What? You've got to be kidding me. Think about it. If we assist the fledgling markets of Rize Maxia to stretch their wings and take flight, it will only bring your goal closer to fruition. The profits from our venture will trickle down into the economy. Everyone in Olympias will win as well. Even if your little theory holds water, the Rize Maxians would never stand for it. Your cutthroat business style won't fly over there. So you're just going to turn your back on Olympias? Watch it wither on the vine? Let's say I was interested. Is there room in your team for Jürgen? Oh? If you want to join them, leave me out of it. And if that's the way it's got to be for you and for Rize Maxia, so be it. Du sollst versuchen, dich zu beruhigen. Es ist was dran an dem, was er sagt. Weiß ich nicht. Es ist was dran an dem, was er sagt. Versuch dich zu beruhigen. Yay, Alvin. I am perfectly calm. Th-
Think long and hard about this, Alfred. Who would you rather do business with? A partner who freely shows his hand to a competitor? Or experienced businessmen with powerful connections in Olympias? Evan. Looks like Jurgen's already gone. Damn it, where'd he go? Ja, wahrscheinlich ganz weg, ne? Oh, mal. Ja, hey, heute habt ihr irgendwie Glück. Schade, ich wollte wieder mit so einem Salto da ankommen. About what you said back there. How much of it did you mean? All of it. Sorry to get you mixed up in this. I don't know what kind of dealings you had with them. But this sort of thing happens all the time here. Especially after Spurius' sudden growth. Yeah. These kinds of stories aren't even front page news in the paper anymore. Businesses have to play dirty just to stay in the black. Yep. Just another day in the cutthroat world of Olympias. Enough! We have different values, I get it. And I'm sorry for leading you on with this, but it's just not going to happen. What's not going to happen? Rizomaxians and Olympians doing business together. So that's how you really feel, huh? I'm sorry. I'm not looking for an apology. Whatever. Fine. Können wir nicht alle Freunde sein wieder? Bist du sicher, dass wir es dabei belassen sollten? Geh ihm nach. Geh ihm nach, sofort. I'll pass. Alvin. Oh, verdammt. Weiter mit der Story. Kapitel 3. Ja, das ist... Hat jetzt nicht so ein schönes Happy End. Xillia Outfit 2. Yay. Alle sind irgendwie nicht so gut drauf. So, ich habe schon mal die Weihnachtsklamotten und so was alles angehabt. Wizard hier. Yay, die grünen Klamotten. Yay, die fand ich voll gut. Aber egal. Ich habe noch ein bisschen Geld und so bekommen. Da hätte ich nichts gegen gehabt, aber anscheinend nicht. Okay, dann gehen wir mal wieder zurück nach Dorellen. Und hoffen, dass die nächste Cutscene jetzt kommen wird oder irgendwas anderes jetzt nicht so lang wird. Nee. Mal gucken. So, Nova, was hast du denn für Probleme? Möchtest du uns vielleicht darüber erzählen? Gibt es hier noch irgendwas zu erledigen? Nein, okay. Nova. Die Hauptgeschichte fortsetzen, yo. Das Eis in einem Part. Thank goodness you're here. Honestly, I'm having a bad day. I had to freeze the accounts of one of my clients, and he did not appreciate that one bit, let me tell ya. He gave me this death glare. It really freaked me out. Du willst doch nicht etwa, dass ich dir damit helfe. Ist Kindbetreuung nicht dein Job? Can't say she's wrong. Having a boss sucks. Ja, ey. I think maybe I've been here with my daddy before. Der Ort kommt mir aber auch bekannt vor vom Intro. I don't know. Do you remember anything memorable near your house? Any landmarks? Maybe some super rare flowers? That kind of thing? Well, right in front of my house, there's this gigantic pond. Daddy would catch fish from it and cook them up for supper. I like grilled salmon the best. That's my favorite. Sounds like good eating to me. But a pond wouldn't have salmon. Not naturally. Are you sure it's not a lake? A lake, that's what it was. I'm trying to remember. Are there any lakes like that left in Olympias? Yeah. Lake Ipsilla used to be nearby, but the last of its water dried up decades ago. Someone got a bad memory. There's no reason to give her grief about it. Maybe it's nothing, but I just remembered they found some really old ruins at the bottom of that lake. Die schnappen wir uns. They were built by some mysterious civilization that didn't use Spyrex.
It was the find of the century. Die Marsianer. What else do you know about these ruins? Ich muss die Puppen alle mal hier entfernen. That's unfortunate. Ja. Kresnik, Rutger. We have detected a fractured dimension with a high likelihood of a waymarker. Please investigate. Hey. Hey Vera, how's it hanging? Nova, why are you there? Just asking Luca and company for a favor. So, what's a fractured dimension? What? Division business, never you mind. Aw, how come you're always such a spoil sport? And you wonder why those blind dates never call you back. What are you talking about? My signal's breaking up. Gotta go. Let someone on the B team handle Nova's problem. Like Elise. I'm on the B team? What? He better stand for best. Come on, this fractured natürlich stuff can't be that important. Kann mich nicht erinnern, dass ich die mal nicht mitgenommen habe. Any thug who threatens a young woman deserves a taste of his own scare tactics at the absolute least. Revenge served cold and all that jazz? Count me in. Thanks, guys, you're the best. Is everyone in the Prime Dimension this stupid? Mila, do you mind helping out Luger for us? It's not like I have anything better to do. Ah, Kapitel 10, Donner in der Ferne. Zum Teufel, ist auch ein Rolo. Nur ein Dünner. So Vera got dumped? Yeah. Oh, it happens. What? Els Haus. I guess I'll never find my way home. Don't worry, Luger will find it. I didn't know the house where I was born either, but Jude and the others went and found it for me. You didn't know where your own house was? You're just like a little kid. How can you say that when you can't even find your own? Well, it's not my fault I can't find it. I had to run away on a boat. There was a lot going on. Well, it's not Elise's fault either. I was an orphan. I grew up in government facilities. An orphan? Ich war auch eine Waise, Elise. Ich weiß nicht mal, wie meine Eltern aussahen. Das bedeutet, sie hat weder Mutter noch Vater. Hm. Na komm, ein bisschen Hintergrundgeschichte von mir. You were too? So that's why Julius worries so much about you. Just like a father would. Yeah. Family ties can get so complicated. But Luger, I was just thinking. I think Glasses Guy only scolds you because he cares about you. My daddy is the same way. So even if he's a little annoying, you shouldn't hate him for it. I think Elle's right. Tu ich doch nicht. Yeah. Tu ich doch nicht. Hat doch niemand gesagt. So, ich habe ein paar Punkte immer bekommen anscheinend. Ich habe nur die. Oh, ich habe nur. Okay, ich habe drei Mädels dabei. Ich habe das Xillia-Mädels-Team dabei. Sehr schön. So, Ludger, Gaius und Muse, die machen da irgendwie gar nichts und irgendwie irgendwas ist hier gerade weggefallen anscheinend. Nein. Irgendwas ist hier weggefallen. Ja, die kümmern wir uns auch noch. Die schnappen wir uns auch noch. So, wir müssen jetzt zum Splitterdimension auf der Weltkarte. Okay. Lass mich erstmal den Ort hier erkunden. Hui. Oh mein. Meine Güte. Ich würde sagen, Splitterdimension machen wir aber erstmal in der nächsten Folge, oder? Ich möchte jetzt ungern da reingehen und ja. Gucken wir uns hier noch ein bisschen um. Boah, ich dachte jetzt, da wäre voll die riesige Spinne wegen den Fingern. Aber zum Glück nicht. So, zack. Da ist auch noch was. Yay. Futsch. So, ja damit. Geh weg. Fertigkeit erlernt und eine Art verbessert. Toll, die Beine haben wir gar nicht dabei. Ist ja schon wieder Olympios Musik. Also diese Pornomusik. Egal. Ja, so langsam wie ich vorankomme, glaube ich nicht, dass irgendwie. Ja. An Heiligabend hier
so eine Folge kommt, wo ich nicht gerade in der Story weitermache. Also ich müsste in den nächsten beiden Folgen, nee, da müsste ich in der nächsten Folge schon weiterkommen. In der Story, meine ich. Und bei meiner Geschwindigkeit wird das nicht so schnell gehen. Aber ich habe jetzt Ferien, ich kann jetzt ein paar längere Parts hochladen und da ist wieder was. Das ist auch nicht so schlimm. Ein bisschen mehr Zeit. Und hier ein paar längere Parts hochladen. Zum Beispiel jetzt 25 Minuten. Manchmal habe ich eine Katze schon wieder zurückbekommen. Leuchtende Fühler. Okay. Flitzer, was? Ich komme dreimal so viele Objekte. Geil. Was sind denn leuchtende Fühler? So. Leuchtende Fühler. Wo? Weiß ich nicht. Ich kann aber... Oh, so was. Ich kann mal so Weihnachtsdinger aufsetzen, ne? Warte mal. Ja, mach mal das. Weil Ludger hat ja gar keine Weihnachtsklamotten. Das ist ein bisschen blöd. Ja, komm, dann mach ich alles. Aber ich lasse Ludger mit einer Weihnachtsmütze rumlaufen. Und irgendwann, wenn ich mal ein bisschen mehr Zeit habe, lasse ich alle anderen mit einer Weihnachtsmütze und Weihnachtsklamotten rumlaufen. Ja. Katzen auch nicht. Geht man da rein? Hallo? Yes. Und unsere Flüssigkeit habe ich noch gar keine. Okay. Ja. Wie nennt man das nur? Bammel? Bommel? So im Wind und wehen ist. Sehr schön. So. Eine Sackgasse, da müssen wir sofort rein. Ja, ein ganz neues Gebiet. Das ist ja auch mal was Neues in diesem Spiel. Sonst laufen wir ja mal durch alte Gebiete herum. Viel ist eigentlich nicht dazu gekommen, finde ich jetzt. Okay, drei Charaktere. Ein paar neue Gebiete. Mehr Techniken und so. Eine Verwandlung. Ist eigentlich schon viel. Bei mir macht das Spiel Spaß, ganz ehrlich. Oh, geil. Eine Art verbessert. Sehr schön. Das kannst du offscreen machen. Na, würde ich sagen, wir gehen jetzt gleich zurück. Und, bam, da ist noch was. Njum, boink. Nein! Ja. Aber ich mache mal ganz schnell fertig. Bam, es kommt noch mal her, danke. Ich liebe einfach diesen Angriff. Zack. Sehr schön. Viel Geld. Okay, jetzt hat sie mal endlich was Vernünftiges gelernt. So, dann ab nach... ist da noch Drellin? So. Gehen wir da hin. Und vielleicht nochmal die Fertigkeit von Leia ausrüsten, damit sie mehr KP bekommt. War doch, ja. Bams. Yes. Und ja. Mach ich das mal. Na gut, dann würde ich sagen, das war's dann für diese Folge. Und wir sehen uns in der nächsten Folge für Let's Play Tales of Xillia 2. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.